Liebe Medienvertreter, herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den SC Freiburg. Wir begrüßen unsere Gäste aus Freiburg, Christian Streich, den Trainer, unseren Trainer Frank Kramer, aber geben zuerst an den Gastcoach das Wort. Ja, das hat natürlich nicht so gut begonnen. Und dann muss ich schon sagen, dass ich völlig unabhängig vom Ergebnis sagen muss, die Mannschaft hat heute einen Rhythmus dann gespielt, auch wenn wir nicht so torgefährlich waren in der ersten Halbzeit insgesamt, außer Max eine große Chance, aber und eine Ruhe bewahrt und das ist eine schöne Sache gewesen, da bin ich sehr, sehr froh drüber. Und es war ja dann schon auch ein bisschen so, dass Fürth aufgrund dessen, dass man da mit dem richtigen Rhythmus gespielt hatte und mit dem richtigen Spielaufbau dann auch viel laufen musste. Und dann haben wir es in der zweiten Halbzeit fortsetzen können. Und was ja auch klar war, wenn Fürth gegen uns in Führung geht, mit diesen schnellen Spielern vorne, wird es natürlich wahnsinnig gefährlich. Und da haben wir die Staffelung trotzdem ganz gut hinkriegt. Zweite Halbzeit zwei, dreimal nicht ganz. Und am Ende waren wir die Glücklichen heute, aber ich glaube jetzt nicht, dass insgesamt man sagen könnte, der Sieg wäre jetzt total unverdient. Und ich kann nur sagen, Kräuter Fürth, wenn du das siehst, wie diese Mannschaft in diesem Jahr gespielt hat, auch schon in der Vorrunde und wie oft sie 1-0 verloren hat und ich bin vor dem Fernseher geguckt, ich konnte es manchmal kaum noch anschauen. Weil dann ist es wieder 1-0 ausgegangen, wieder 1-0 und Kräuter Fürth hat natürlich für das, was sie spielt und jetzt mit dem Frank E. Und das ist meine volle Überzeugung, einfach 10, 12 Punkte zu wenig in dieser Saison für das, was sie gespielt hat. Und wenn man weiß, was sie für ein Etat habe, dann muss man sagen, Chapeau. Dankeschön. Dankeschön. Frank, ich darf dich um dein Statement bitten. Ja. Guten Tag zusammen. Das ist natürlich für uns ganz bitter. Wir haben uns natürlich feste vorgenommen, dass wir die letzte Möglichkeit beim Schopfe packen und uns allen natürlich vor allen Dingen auch den Fans und dem ganzen Umfeld noch einen Heimsieg mit in die Pause dann zu geben. Das haben wir nicht geschafft. In der ersten Halbzeit ist ja schon angeklungen, sind wir gut reingekommen, haben gut umgeschalten. Waren dann ein bisschen passiv, haben der Überlegenheit, auch der technischen Überlegenheit von Freiburg ein bisschen Tribut gezollt, waren ein bisschen arg abwartend, nicht mutig genug verteidigt. Und auch wenn wir den Ball hatten, ja, haben wir immer gleich den ersten Ball ganz vorne reinspielen wollen, anstatt über ein, zwei Stationen eben mehr Spieler mit zum gegnerischen Tor zu nehmen. Waren dann relativ viele Bälle weg. Das hat dann auch zur Folge gehabt, dass Freiburg relativ dominant war. Ja, und es gut ausgespielt hat, ohne wahnsinnig torgefährlich zu sein. In der zweiten Halbzeit hat man einmal richtig Glück, ja, wo wir den Ball dann noch von der Linie runterkratzen. Im Anschluss aber zwei, drei gute Konterchancen, ja, wo wir dann sogar im 16er dann einfach nicht die richtige Entscheidung treffen, um mit 2-0 in Führung zu gehen. Das wäre sicher in der Phase dann möglich gewesen. Ja, bekommen dann ein Gegentor, das relativ kurios war, das wir nicht gut verteidigt haben. Ja, das 2-1 hinterher und dann ist es irgendwo natürlich niederschmetternd und auch ein bisschen brutal für die Jungs, wenn du dann am Schluss die Möglichkeit hast, mit dem Elfmeter auszugleichen zumindest und diese Chance dann auch noch vergibst. Ja, ich denke, da war Freiburg einfach dann letztendlich trotzdem effizienter, als wir das waren, mit trotzdem auch hohem Aufwand und das ist natürlich enttäuschend für uns. Danke, Frank. Haben Sie Fragen? Dann bitten wir um ein kurzes Handzeichen. Der Kollege reicht dann das Mikro. Ist nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen zum einen einen guten Nachhauseweg. Nächstes Jahr, so wie es ausschaut, viel Erfolg im internationalen Geschäft. Euch auch viel Erfolg. Und Ihnen allen einen schönen Abend und bis bald.